ZDF heute live. Herzlich willkommen. Lockern oder nicht lockern, das ist die große Frage vor dem nächsten Bund-Länder-Treffen morgen. Viele, viele Menschen wünschen sich Lockerungen sehnlichst herbei und gleichzeitig ist bei vielen die Angst und die Sorge vor einer dritten Welle sehr, sehr groß. Wie stehen die Linke und die AfD als Oppositionsparteien zu dem, was da morgen entschieden werden könnte? Darüber reden wir gleich und schauen uns erstmal an, was denn als Beschlussvorlage auf dem Tisch liegt. Der Beschlussentwurf für die Konferenz morgen verlängert den Shutdown erstmal bis Ende März und wagt nur vorsichtige Öffnungen. Nach dem Entwurf wären ab nächster Woche wieder Treffen mit einem weiteren Haushalt möglich. Buchhandlungen, Blumengeschäfte und Gartenmärkte dürften deutschlandweit wieder öffnen, ebenso Flug- und Fahrschulen. Weitere Öffnungen aber sieht der Entwurf erst vor, wenn die Inzidenz unter 35 liegt. Zum ersten Mal gibt es damit eine Perspektive für weitere Öffnungen bei guten Werten. Strittig ist, wie weit das geht. Tja, die Entscheidungen fallen morgen. Wir wollen heute schon über die Konzepte der Opposition sprechen. Wir wollen wissen, was fordert die Linke? Darüber reden wir gleich mit der frisch gewählten Vorsitzenden Susanne Hennig-Welsow. Und wie ist das Konzept der größten Oppositionspartei, der AfD? Das ist die Frage. Darüber spreche ich mit Jörg Meuthen, dem Bundessprecher der AfD. Da ist er. Guten Abend, Herr Meuthen. Schönen guten Abend. Vor ungefähr 3 Wochen vor der letzten Bund-Länder-Runde hat hier in dieser Sendung der FDP-Vorsitzende Christian Lindner seinen 7-Punkte-Plan, seine Alternative vorgestellt. Wie ist denn das Konzept der AfD? Wir plädieren definitiv für schnelle weitere Lockerungen. Und zwar in kürzerer Frist und in größerem Umfang, als die Bundesregierung das liefert. Wenn ich jetzt höre, dass also eine weitere Verlängerung des Lockdowns bis 28.03. Vorgesehen ist, dann halten wir das für falsch. Das Ziel muss sein, so viel Normalität wie möglich und so viel Einschränkungen wie zwingend nötig. Und die Einschränkungen, die wir haben, die entbehren leider doch sehr, sehr stark der Verhältnismäßigkeit und der Angemessenheit. Wir haben es auch nicht entsprechend evidenzbasiert. Wir haben gar keine klare Evidenz dafür, dass die Schließung etwa von Hotels, Gastronomie und von Handel die positiven Wirkungen haben, die davon erhofft werden. Und solange wir das nicht haben, können wir hier nicht ein solches Streufeuer machen. Wir haben vernichtende Wirkungen auf die Bildung, wir haben vernichtende Wirkungen für die Wirtschaft, wir haben vernichtende Wirkungen übrigens auch für andere Bereiche des Gesundheitswesens. Und die Kollateralschäden übersteigen die Nutzen für unsere Begriffe ganz deutlich. Deswegen sagen wir, den Lockdown zu beenden. Nicht vollständig. Also sehen Sie, wenn ihr heute Abend Borussia Mönchengladbach gegen Borussia Dortmund spielt, dann plädieren auch wir nicht für ein vollbesetztes Stadion. Das sicherlich nicht. Aber Sie können sehen, etwa bei den Spielern am Platz, dass mit einem vernünftigen Hygienekonzept man doch eine Menge machen kann. Und das sollte dann, weiß Gott, nicht nur für Bundesliga-Profis gelten, sondern für die Menschen im Land ganz allgemein auch. Und zum Beispiel auch für Freizeitsportler, die Fußball spielen. Wenn es in der Bundesliga geht, dann kann es mit Verlaub auch für unsere Kinder gehen in den Fußballvereinen und sonstigen Sportvereinen des Landes. Oder in den Schulen und Kindertagesstätten zum Beispiel. Die Zahlenlage, die Sie ansprechen, ist ja nicht ganz so, dass es keine Zahlen gäbe. Wir haben zum einen steigende Infektionswerte. Wir haben eine Inzidenz von ungefähr 65 und wir haben vor allem eine auf dem Vormarsch sich befindliche Mutation. Die Forderungen, die Sie gerade gestellt haben oder die Vorschläge, die Sie gemacht haben, sind ja durchaus vielfältig. Genauso übrigens wie die Haltung innerhalb der AfD im Verlauf der Pandemie. Und wie breit die Bandbreite da ist, das zeigt uns David Gebhardt. Ein Jahr Corona, ein Jahr Kampf der AfD mit sich selbst zwischen Regierungskritik und Verschwörungsmythen. Während im Frühjahr die einen den Shutdown wollen, glauben andere, Corona wurde geplant und Bill Gates plane Zwangsimpfungen. Die einen fordern Masken, andere verteufeln sie. Es muss ein Augenmerk zum Beispiel auf das konsequente Tragen von Mund- und Nasenschutzmasken gelegt werden. Ich sag auch nicht Maske dazu, das ist ein Maulkorb. Das ist ein Unterdrückungssymbol. Im Sommer schon behauptet ein AfD-Landeschef. Corona ist vorbei und Corona wird auch nicht wiederkommen. AfD-Abgeordnete suchen demonstrativ den Schulterschluss auf sogenannten Querdenker-Demos, geraten zum Teil mit der Polizei aneinander. Und verharmlosen die Judenverfolgung der NS-Zeit. Die Tendenz dahin, dass man Leute ausgrenzt, ganze Bevölkerungsgruppen ausgrenzt, das ist heute Realität. Und das ist vergleichbar mit, wie man mit Juden umgegangen ist in den 30er Jahren.
Fraktionschef Gauland spricht im Herbst wiederholt von einer Corona-Diktatur auf Widerruf. Wir leben in keiner Diktatur, sonst könnten wir diesen Parteitag heute wohl auch kaum so abhalten. Widerspricht Parteichef Meuthen. Wer anderes behauptet, stelle die Systemfrage. Mahnungen, die zumindest in der Ost-AfD im Corona-Winter verhallen. Ich jedenfalls werde auch künftig die Corona-Diktatur als Corona-Diktatur bezeichnen. Ich aber rufe euch hiermit auf. Bildet Verschwörungstheorien! Zwischen kruder Verschwörung und inhaltlicher Regierungskritik. Inmitten der Jahrhundertpandemie versinkt die AfD im Richtungsstreit. Herr Meuthen, Sie sind Bundessprecher dieser Partei. Ist das seriöse Politik? Wir haben, das wurde in dem Bericht jetzt gezeigt, sehr unterschiedliche Positionen in der Partei. Das ist aber nicht eine Sache, die exklusiv bei der AfD so ist. Also David Gebhardt, der die Reportage gerade gemacht hat. Corona-Leugnung, Gleichsetzung mit dem Holocaust, Bezüge zur Judenverfolgung. In welcher anderen Partei sehen Sie da? Sie müssen mich ausreden lassen, dann erkläre ich es Ihnen. David Gebhardt hat am Sonntag eine Reportage gemacht in Berlin direkt. Da sagte Herr Laschet auf die unterschiedlichen Positionen in der Union bezogen, dass es sehr unterschiedliche Positionen in der Union gibt. Nochmal, ist das eine Position? Sorry, Herr Meuthen, ist das eine Position, den Holocaust zu leugnen? Ich bitte Sie, das tut in meiner Partei kein Mensch. Und Vergleiche mit der NS-Zeit sind völlig unangemessen. Ich habe das wieder und wieder gesagt. Sie nehmen natürlich auch die wenigen Einzelnen heraus, die so etwas machen. Herr Meuthen, sorry, aber es tut mir leid, dass ich stehe auch dazu, dass es absurd ist. Es tut mir leid, dass ich Sie nochmal unterbreche. Aber ein ganz kurzer Blick, und ich habe wirklich nicht lange gesucht, in Ihren eigenen Facebook-Account, da habe ich unter anderem gefunden, ein Post von Jochen Kerwin. So wie es gerade in Deutschland ist, genauso begann es auch schon 1934, abgesehen davon, dass es 1933 war. Das ist Ihr Facebook-Account. Was sagen Sie dazu? Dazu sage ich Ihnen, dass ich jeden Tag Tausende von Kommentaren auf meiner Facebook-Seite habe, dass Mitarbeiter die durchforsten, dass sowas aber durchaus mal eine gewisse Zeit stehen bleiben kann, weil man nicht alles sofort findet. Und mit Verlaub, ich verantworte nicht die Tausende von Kommentaren, da muss ich meine Facebook-Seite abstellen. Zeigen Sie mir einen einzigen Kommentar von mir selbst auf meiner Facebook-Seite, und ich habe sehr viel zu Corona publiziert, was auch nur ansatzweise anfechtbar ist. Das werden Sie nicht finden. Aber wir haben aber gerade ganz viel gesehen aus Ihrer Partei. Jeden Einzelkommentar eines Users. Okay, aber wir haben gerade sehr viele auch prominente Köpfe aus Ihrer Partei gesehen, die Ähnliches machen. Moment, es sind einige ganz wenige, die da schräge Vergleiche angestellt haben. Die werden jetzt in dieser Reportage bemüht. Nun bleiben wir doch mal einfach bei den Positionen dessen, was die Bundesregierung sich aktuell an Versagen erlaubt. Und dann sind wir im tagesaktuellen Bereich und schauen mal, was die da machen. Mit der Inzidenz 35, mit dem völligen Versagen. Schauen Sie erst das Maskenversagen, dann das Impfversagen, jetzt haben wir das Schnelltestversagen in einem fort. Lassen Sie uns auch darüber sprechen, dass die Aufgabe einer Oppositionspartei, hier den Finger in die Wunde zu legen, das tun wir. Und das ist auch richtig so. Es gibt eine INSA-Umfrage im Auftrag der Jungen Freiheit. Danach würden aktuell von 33,5% der Unionswählern 4% mehr die AfD wählen, wenn die Partei Corona nicht verharmlosen würde. Die würden Ihnen doch eigentlich ganz gut tun bei den derzeitigen Umfragewerten. Wie wollen Sie die denn erreichen, wenn zum Beispiel Ihr Fraktionsvorsitzender immer noch von einer Corona-Diktatur spricht? Naja, oder einer Ihrer Fraktionsvorsitzenden? Im November oder Dezember getan. Eine Verharmlosung von Corona haben wir nicht. Wir haben eine sehr klare, konsistente Corona-Position übrigens der Bundestagsfraktion, die ich bei der Stelle durchaus mal oder an der Stelle durchaus mal belobigen kann. Da werden auch ganz konkrete Vorschläge gemacht. Die werden aber medial nicht so aufgegriffen, als wenn da mal irgendjemand mit einem Einzelbegriff über die Stränge schlägt. Wir haben sehr saubere Positionen. Ich bin gerade letzte Woche erst in Berlin von einer Biologielehrer auf offener Straße angesprochen worden, die sagte, danke, dass Sie diese Corona-Positionen vertreten. Sie sind hier die Einzigen. Und die schilderte mir ihre Erfahrungen, zum Beispiel mit dem Homeschooling ihrer Kinder und auch ihre Erfahrungen als Lehrer. Das erlebe ich selber zu Hause auch. Ich habe 4 Kinder im Homeschooling und ich kann Ihnen sagen, was das heißt. Und ich kann Ihnen das nicht sagen, weil ich es irgendwo höre, sondern weil ich selbst erlebe. Das ist wirklich schwer für die Kinder und es ist auch unglaublich schwer für das Lehrpersonal, den Stoff dann noch rüberzubringen. Und wenn Sie das über Monate machen, dann haben Sie psychosoziale Wirkungen, die sind enorm. Und diese Kollateralschäden, die sind das, was mich wirklich umtreibt.
umtreibt. Und das ist auch das, was unsere Partei umtreibt. Sodass wir sagen, neben dem wirtschaftlichen Desaster machen wir ein psychosoziales Desaster in der Bevölkerung. Wir haben eine Pandemie. Kein Mensch, der bei Verstand ist, stellt das in Abrede. Aber die Menschen gehen doch, ganz überwiegend, seien wir doch mal ehrlich, sehr vernünftig damit um. Das haben wir gerade gesehen, dass Herr Höcke gesagt hat, Corona ist im Sommer vorbei. Ja, da müssen Sie Herrn Höcke dazu befragen. Da hat er ganz gewaltig geirrt. Das kommt bei Herrn Höcke schon mal vor. Das kommt aber mit Verlaub bei Herrn Spahn auch vor. Was hat Herr Spahn alles über Masken gesagt? Er hat gesagt, kein Mensch braucht diese Masken. Nicht? Und 2 Monate später braucht auf einmal jeder diese Masken, was ich übrigens für richtig halte. Aber Sie sehen daran, dass es da viele Irrtümer gab. Hier haben Sie jetzt einen Irrtum von Herrn Höcke gebracht. Den würde wahrscheinlich auch Herr Höcke heute frank und frei als Irrtum bezeichnen. Denn etwas anderes als das kommt dafür nicht in Frage. Nun ist es natürlich ein Unterschied, ob man Sachen hinterfragt, weil sich der wissenschaftliche Fortschritt weiter bewegt und man Erkenntnisse hat, die man noch nicht hatte, oder ob man wissenschaftliche Erkenntnisse leugnet und trotzdem auf seiner Meinung beharrt. Ich würde ganz gerne mal zum Thema Impfen kommen. Und auch dazu haben wir zusammengefasst, welche Positionen in Ihrer Partei da vertreten werden. Die AfD hat immer gesagt, wir müssen zuallererst die Hochrisikogruppen schützen, auch die Gesundheitsämter hätten sich darum kümmern müssen und nicht um Verfolgung von Infektionsketten, die sie eh längst verloren haben und nicht mehr nachverfolgen können. Die 80-Jährigen, 85-Jährigen, 90-Jährigen, ob der Impfstoff möglicherweise Spätfolgen hat, interessiert die nicht mehr. Die wollen jetzt geimpft werden, weil sie jetzt die Angst haben, zu Recht. Kritisch ist auch dieser Gesetzesentwurf, in dem vor allem ältere Patienten oder Hochrisikopatienten zuerst geimpft werden sollen. Das halten wir ehrlich gesagt für komplett falsch und nicht zielführend, da in dieser Gruppe auch mit den höchsten Nebenwirkungen des hochexperimentellen mRNA-Impfstoffs zu rechnen ist. Es wird nachgedacht über die Erstürmung von Privatwohnungen, es geht um Inhaftierung und es geht um Zwangsimpfung mit erbgutveränderndem mRNA-Impfstoff. Alle Scham ist dahin, alle Tabus sind gefallen. Fakt, liebe Freunde, ist aber nach wie vor, es gibt keine wissenschaftliche Evidenz für eine pandemische Notlage nationaler Bedeutung. Punkt. Es tut mir leid, dass wir Ihnen immer mit Björn Höcke kommen müssen, aber er ist nun mal Landesvorsitzender in Thüringen. Wir müssen feststellen, er hat hier nicht nur Corona verharmlost und Lügen über den Impfstoff verbreitet, der übrigens auch beim Kollegen im Bundestag diskreditiert wurde. Die AfD will die Alten zuerst impfen. Sie will die Alten nicht zuerst impfen. Wie stehen Sie denn jetzt zum Thema Impfen? Ich kann Ihnen meine Einstellung dazu sagen, auch die Einstellung der Mehrheit der Partei. Ich kann aber hier natürlich nicht Rede und Antwort stehen für Positionen, die Herr Höcke irgendwo vertritt. Da müssen Sie schon mit Herrn Höcke selber reden. Das ist nicht meine Aufgabe, das zu tun. Wir teilen grundsätzlich die Auffassung, dass die Impfung eine sinnvolle und wichtige Geschichte ist, die, das kann kein Mensch bestreiten, natürlich auch mit Risiken einhergeht, die man abwägen muss, um die Pandemie, die es sehr wohl gibt, zu überwinden. Das ist überhaupt keine Frage. Und da muss man eben schauen, mit welcher Strategie verimpft man richtig. Wir prangern aber sehr, sehr stark an das Impfdesaster, das wir haben. Ich meine, schauen Sie sich doch mal an, wie die Impfquote in Israel ist, wie sie übrigens in Großbritannien ist. Ich spreche zu Ihnen aus Brüssel. Die Briten sind gegangen. Sie sind der Staat in Europa, der die höchste Impfquote hat. Und das, obwohl Sie der EU nicht mehr angehören. Währenddessen hat Frau von der Leyen mit der Kommission hier ein einziges Desaster angerichtet. Und mit Verlaub, nicht nur ich stelle fest, dass durch die späteren Impfungen Menschenleben gefährdet werden, Menschen eventuell zu Tode kommen. Das hat erst letzte Woche Frau Maischberger zu Herrn Schäuble gesagt in der Sendung. Und sie hatte recht. Nochmal zum Thema Impfung an sich, zum Thema Impfstoff an sich. Welche Risiken sind Ihnen denn bekannt, außer einer vorübergehenden grippeähnlichen Erscheinung, Fieber zum Beispiel oder Schmerzen im Arm? Welche Risiken sind Ihnen bekannt? Schauen Sie, das sind ja Sachen, sind wir doch ehrlich und machen uns da keinen vor und setzen das auch nicht politisch ein, sondern sagen einfach, natürlich sind vereinzelt Menschen nach Impfungen verstorben. Jetzt muss man fragen, steht das im Zusammenhang zu der Impfung? Es sind, um genau zu sein, 113, die nach der Impfung gestorben sind, und es gibt in keinem einzigen Fall einen Zusammenhang zur Impfung, sagt das Paul-Ehrlich-Institut. Woher wissen Sie das jetzt gesichert? Übrigens, die Zahl 119 habe ich nicht. Ich habe eine Zahl von über 200. Aber es ist jetzt die Frage, in welchem Bereich das ist. Ich bin der Letzte, verstehen Sie mich bitte richtig und interpretieren Sie mich nicht falsch. Ich bin der Letzte, der hier Impfpanik schürt. Überhaupt nicht. Ich bin für die Impfung, um das deutlich zu sagen.
Aber es gibt natürlich auch Impfrisiken. Und wenn ich jetzt zum Beispiel an meine Kinder denke, die minderjährig sind, dann ist für die das Corona-Risiko so gering, dass ich die nicht impfen lassen würde. Aber darüber diskutiert ja auch gerade gar niemand über Kinder. Aber das interessiert mich. Würden Sie sich selbst impfen lassen? Doch. Ich werde mich, wenn ich dran bin, impfen lassen. Ich habe das nach reiflicher Überlegung für mich so entschlossen. Ich warte das geduldig ab und wenn ich dran bin, dann werde ich mich impfen lassen. Aber lassen Sie mich eines sagen, was mir extrem wichtig ist. Es ist eines jeden Menschen eigene und freie Entscheidung. Und es kann nicht sein, dass wir eine Art Impfzwang durch die Hintertür bekommen, indem nämlich Menschen diskriminiert werden, die eine andere Entscheidung für sich treffen, als ich das tue, der ich mich impfen lassen will. Das müssen die Menschen selber wissen. Und diese Freiheit darf man ihnen nicht nehmen und man darf sie auch nicht dafür diskriminieren, das nicht. Es geht hier um die Einschränkung von Grundrechten, die wir haben. Und es sind nicht Rechte, die der Staat großzügigerweise gewährt, sondern das sind Rechte, die die Menschen haben. Und es muss jede Einschränkung von Grundrechten einzeln, separat, sehr sorgfältig begründet werden. Denn das ist ein sehr ernster Zusammenhang und wir haben hier sicherlich unverhältnismäßige Einschränkungen. Nun funktioniert das nur, wenn sich die Menschen freiwillig impfen lassen, dass sie davon überzeugt sind, dass sie sich impfen lassen. Warum stellen Sie sich denn eigentlich nicht hin und sagen, Leute, nehmt den, verzeihen Sie die Wortwahl, aber das hier ist eine junge Sendung, geilen Scheiß aus Deutschland, in Mainz entwickelt, mit deutscher Expertise, von einem deutschen Institut nach einem Mediziner benannt, der den Nobelpreis bekommen hat. Nehmt einfach dieses Zeug und lasst euch impfen. Das höre ich aber aus der AfD nicht. Ich sehe den gesundheitspolitischen Sprecher im Bundestag, der sagt, die Impfung ist okay, aber ich nehme sie selbst nicht. Ich setze auf mein Immunsystem. Es ist doch Ihre Aufgabe als Parteivorsitzender, da eine klare Linie reinzubringen. Und warum nicht die, lasst euch einfach alle impfen, damit diese Pandemie zu Ende geht? Ich sage das nochmal, weil wir eine freiheitliche Partei sind und zur freiheitlichen Partei gehört Meinungspluralismus. Es ist zulässig, diese andere Position dazu zu haben und ich kann hier nur wiederholen, jeder Mensch muss das für sich selbst entscheiden. Ich persönlich, ich werbe auch in meinem privaten Umfeld dafür, aber auch viele Mediziner in meinem Umfeld, die das gleichermaßen tun, bin durchaus dafür. Aber es als Parteiposition von oben zu erklären bei der Unterschiedlichkeit der Positionen, die es da gibt und auch mit Verlaub, der noch nicht sauberen wissenschaftlichen Evidenz, die wir haben. Dazu ist es einfach noch zu früh. Dann zu sagen, nur so kann das gehen, quasi autoritär, das würde ich für falsch halten. Und das steht einer freiheitlichen Partei mit Verlaub auch nicht gut an. Das stimmt. Die wissenschaftliche Expertise des Paul-Ehrlich-Instituts mit seiner mehr als 100 Jahre alten Geschichte anzuzweifeln, steht Ihnen natürlich frei. Herr Meuthen, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Danke für das Interview nach Brüssel und danke für die Erläuterungen und Ausführungen. Tschüss, schönen Abend. Dankeschön. Und damit begrüße ich Susanne Hennig Welso, noch Fraktionschefin der Linken in Thüringen und seit dem Wochenende eine der beiden frisch gewählten Vorsitzenden der Linken. Frau Hennig Welso, lassen Sie uns ganz kurz noch mal gemeinsam drauf blicken, was denn möglicherweise morgen geplant ist, damit wir dann hören können, was Ihre Stellungnahme dazu ist. Also, auf dem Tisch liegt eine Beschlussvorlage, nach der Shutdown bis zum 28. März verlängert werden würde. Öffnungen würden, wenn dann nur vorsichtig vorgesehen sein. Ab nächster Woche wieder Treffen mit einem weiteren Haushalt, das wäre möglich. Buchhandlungen, Blumengeschäfte und Gartenmärkte dürften deutschlandweit wieder öffnen. Hier sehen wir es nochmal, genau, private Treffen, Buchhandlungen, Blumengeschäfte. Ebenso die Flug- und Fahrschulen dürften wieder öffnen. Weitere Öffnungen aber sieht der Entwurf erst vor, wenn die Inzidenz unter 35 liegt. Frau Hennig-Welso, wenn Sie das sehen, ist das in Ihrem Sinne oder was wäre das Konzept der Linken, wenn Sie morgen entscheiden dürften? Erstmal schönen guten Abend. Wenn ich morgen entscheiden dürfte, dann würde ich wahrscheinlich sehr ähnlich entscheiden im Sinne von, ich halte Lockerungsdebatten gerade für die falsche Debatte. Wir gehen straff auf eine dritte Welle zu. Die Mutation ist auch in Deutschland angekommen. Und ich für meinen Teil fände es am allerbesten, wenn alle Bundesländer mit dem Bund zusammen einen Stufenplan vereinbaren würden. Der liegt ja offenbar jetzt nicht vor, aber der Stufenplan, der bedeutet, wann man mit welchen Inzidenzien möglicherweise öffnen kann, beziehungsweise wann man wieder schließen muss. Das alles scheint ziemlich willkürlich zu sein, auch Gartenmärkte, Buchläden, das finde ich alles okay,
Aber es ist natürlich willkürlich rausgegriffen, wahrscheinlich weil die Lobbyarbeit da am höchsten war. Ich glaube, dass eine Lockerungsdebatte uns keinen Schritt weiterbringt im Moment. Das heißt, die Frage von Luca Schmidt, die uns hier bei YouTube erreicht, sind Sie dafür, den Lockdown zu beenden, würden Sie so pauschal mit Nein beantworten? Ich wäre dafür, den Lockdown zu beenden, wenn wir aus meiner Sicht 4 Punkte erfüllen. Das eine ist natürlich, die Impfkapazität deutlich zu erhöhen, damit wir wesentlich mehr Menschen schützen können. Das würde zweitens bedeuten, dass Jens Spahn per Verordnung freies Impfen zulässt. Der Klassiker wäre, das können sich alle vorstellen, bei IKEA impfen oder in anderen Einrichtungen. Der dritte Punkt ist, dass gewährleistet sein muss, dass jeder und jede sich selbst schützen kann, dass es auch bezahlbar bleibt. Deswegen am besten kostenfrei durch den Bund finanziert, Masken zu haben, sich Tests selbstständig in der Apotheke zu holen. Und der dritte Punkt ist die internationale Dimension. Die mag uns jetzt im Alltag nicht besonders begleiten. Aber wenn wir es nicht schaffen, global zu impfen und die Patente vorher freizugeben, damit das möglich ist, dann werden wir die Pandemie so schnell nicht besiegen können. Nun haben wir, wenn wir auf die Linke gucken, festgestellt, dass es auch in Ihrer Partei unterschiedliche Haltungen zu den Maßnahmen gibt. Wir haben gesehen, dass Ihr Vorgängerduo Rixinger und Kipping zum Beispiel oft gesagt hat, die Beschlüsse gehen uns nicht weit genug. Da hätte man sich an einer oder anderen Stelle Verschärfungen gewünscht. Dann gab es Dietmar Bartsch, der eher die Öffnungsstrategie verfolgt hat. Und Sie stehen jetzt vor der Herausforderung, Sie stehen neu an der Parteispitze und haben aber quasi noch die Regierungsverantwortung in Thüringen im Rücken oder im Gepäck. Susanne Freitag hat uns das zusammengefasst. Vorerst digital gewählt im Superwahljahr. Seit Samstag ist die Thüringerin Susanne Hennig-Welt so eine der beiden linken Chefinnen und im Wahlkampfmodus. In Sachen Corona und Impfung deutliche Worte für den politischen Gegner. Naja, das A und O ist natürlich aus meiner Sicht das Impfen der Bevölkerung. Und dass wir da ein massives Impfversagen und Staatsversagen auf Seiten der CDU erleben. Also das Impfversagen ist ja genebelt durch die CDU. Wenn wir uns Spahn anschauen, Merkel, von der Leyen und. Kritik an den Verantwortlichen in Bund und EU. Doch in Thüringen regiert die Linkspartei selbst. Und der Freistaat hat seit Wochen die höchste Inzidenz aller Bundesländer. Der einzige linke Ministerpräsident Bodo Ramelow hat eingestanden, dass seine Strategie der Lockerungen im Herbst falsch war. Susanne Hennig-Welzow plädiert für einen Mittelweg aus der Krise. Vorsicht mit Lockerungen, dafür aber mehr Hilfen für Wirtschaft und Familien. Und sie fordert Impfsolidarität mit ärmeren Ländern. So, bevor wir weitermachen, der aufmerksame Zuschauer oder die Zuschauerin hat es gemerkt, wenn die Kolleginnen wie Wochentage heißen, dann kommt die Moderatorin durcheinander. Das war der Beitrag von Daniela Sonntag und nicht der von Susanne Freitag. Das tut mir leid, liebe Daniela. Aber jetzt zum Punkt, Frau Hennig-Welzow. Sie sprechen von Impfsolidarität mit ärmeren Ländern. Das ist ja eine schöne Idee, aber wir haben ja selber im Moment nicht genug Impfstoff. Naja, dass wir nicht genug Impfstoff haben, ist ja tatsächlich ein Problem. Sie haben ja Thüringen in Ihrem Beitrag angesprochen. Unsere Impfstruktur steht. Wir könnten viel, viel mehr verimpfen an Impfstoff, wenn es möglich wäre, tatsächlich Impfstoff zu verimpfen. Und das ist natürlich eine Kette, die das Staatsversagen an der Spitze der Bundesrepublik jetzt in die Länder weiterträgt und wir damit zu tun haben, dass die Bürgerinnen und Bürger übervolle Hotlines erleben, dass sie keine Termine bekommen, dass sie weggeschickt werden, dass sie weit fahren müssen, eben einfach deshalb, weil wir keinen Impfstoff haben, den wir verwenden können. Und dennoch steht es den westlichen Industrieländern sehr zugute, sich nicht nur selbst zu impfen, sondern global zu impfen, weil wir sonst mit vielen, vielen Mutationen rechnen müssen, mit einer Nichtausrottung der Krankheit. Und das geht natürlich, indem man Patente zum Beispiel freigibt und damit auch Produktion in anderen Teilen dieser Erde erlaubt. Und darum geht es. Und das ist, nennt man Solidarität. Und die in diesem Fall auch noch ein eigener Egoismus ist. Zum Thema Impfen fragt Nils B. über YouTube, was halten Sie von einer Zweiklassengesellschaft eingeteilt in Geimpfte und Nicht-Geimpfte? Also ich halte davon überhaupt nichts. Erstens zerstört es unseren solidarischen Gedanken, gemeinsam diese Krise zu meistern. Zweitens, solange wir nicht jede und jeder, wann immer er sie es möchte, sich impfen lassen kann,
macht das überhaupt gar keinen Sinn, darüber zu reden, dass Geimpfte faktisch wieder ihre Freiheitsrechte, die ihnen ja de facto auch zustehen, in einer Form wieder aufnehmen können. Noch dazu, wo wir gar nicht wissen, ob Geimpfte tatsächlich noch ansteckend sind oder nicht. Und der Punkt ist, solange wir nicht garantieren können, dass jeder sich schützen kann über eine Impfung, sollte der Staat in keinem Fall eingreifen. Allerdings, was der Staat nicht verhindern kann, wenn Private für sich entscheiden, zum Beispiel Fluggesellschaften, Busgesellschaften, was auch immer, dass nur Geimpfte bei ihnen mitreisen können. Das kann der Staat wenig beeinflussen, aber ich werbe dafür, tatsächlich diesen Unterschied nicht zu machen. Hier gibt es eine Frage von Maddie Loll, auch über YouTube. Ich würde Frau Hennig-Welsow gerne fragen, was sie von Zero Covid hält. Zero Covid hört sich erstmal gut an. Und man muss zur Kenntnis nehmen, dass es ja eine sehr weitreichende Idee ist, die versucht, also auch Covid auf einem anderen Weg, nämlich einen kompletten Shutdown auszurotten, beziehungsweise nicht mehr ansteckbar zu machen, weil zu wenig angesteckt sind. Aber gleichzeitig bedeutet das einen Eingriff in Grundrechte, der viel, viel härter nochmal als die verordneten Lockdowns in Deutschland wirken. Und deswegen wäre ich sehr, sehr vorsichtig mit dieser Idee, zumal sie jetzt in dieser Form auch aus meiner Sicht gesellschaftlich überhaupt nicht umsetzbar ist. Ich würde gerne ein bisschen darauf eingehen, was auch die Wortwahl und die Strategie Ihrer Partei in der Pandemie war, und zitiere unter anderem Dietmar Bartsch, der im Bundestag von einer Papstattitüde der Unfehlbarkeit der Kanzlerin gesprochen hat. Nun sind Sie nicht Dietmar Bartsch, aber haben Sie da nicht auch eine Verantwortung als Partei, wie dieser Diskurs geführt wird? Da haben Sie definitiv recht, dass wir auch eine Verantwortung haben, wie dieser Diskurs geführt wird. Was Dietmar Bartsch sagt ja in aller Deutlichkeit, dass die Kanzlerin natürlich eine lange Zeit den Eindruck gemacht hat, den richtigen Weg zu kennen. Bruno Ramelow ist den anderen Weg gegangen und konnte im November die Größe zeigen, zu sagen, ich habe mich geirrt, wir hätten anders handeln müssen. Wenn es das meint, dann kann ich das inhaltlich verstehen. Okay. Jemand anders, von dem ich nicht genau weiß, ob Sie es verstehen, über den würde ich auch gerne sprechen. Wie gehen Sie denn damit um, dass eine der prominentesten Vertreterinnen Ihrer Partei, nämlich Sarah Wagenknecht, auf YouTube die Wutbürger abholt? Wir haben uns mal eine Passage rausgesucht, bei der sie quasi die demokratischen Grundlagen der Entscheidungen in Frage stellt. Ich finde die Art, wie inzwischen es sich eingeschliffen hat, dass man eben von oben herab entschieden wird, elementare Grundrechte einzuschränken oder zu gewähren. Auch Gewerbefreiheit ist ein Grundrecht. Das hat wirklich so den Gestus von Gnadenakten. Dem einen wird Gnade gewährt, dem anderen nicht. Was ist das für ein Verständnis von Rechtsstaatlichkeit? Auch das ist ein Teil Ihrer Partei, Frau Hennig-Welsow. Wie kommentieren Sie das? Meine Perspektive ist die, dass Gesundheitsschutz die höchste Aufmerksamkeit braucht in dieser Zeit. Dass wir Freiheitsrechte deswegen auch in der Exekutive und in den zuständigen Parlamenten, inzwischen ist ja fast jedes Parlament auch an den Verordnungen beteiligt und führt auch die Debatte mit den jeweiligen Regierungen. Deswegen weiß ich natürlich sehr genau, dass wir Grundrechte wie Freiheit der Bewegung und einschränken. Aber aus meiner Sicht ist es dringend notwendig, um tatsächlich den Gesundheitsschutz für alle zu gewährleisten und solidarisch dafür zu sorgen, dass eben nicht Massen an Menschen sterben, die nicht sterben müssen, wenn wir miteinander sorgsam umgehen. Nun ist das eine das Inhaltliche, das andere ja die Wortwahl. Das ist ja genau das, was Populisten gerne machen, das, was Frau Wagenknecht da tut. Sie diskreditiert politische Entscheidungsfindungen und sie legt den Verdacht nahe, dass in Hinterzimmern irgendwas ausgekungelt wird, was eben in einer Demokratie nichts zu suchen hat. Dem muss man doch begegnen als Parteiführung. Ja, als sie das gesagt hat, war ich ja noch gar nicht Parteiführung. Und da sie diese Wortwahl bei mir nicht hören, deutet das vielleicht darauf hin, wie ich dazu stehe.
Okay, dann bin ich gespannt auf Ihr Statement zur nächsten Wochenschau, heißt sie, glaube ich, von Sarah Wagenknecht. Eine Frage habe ich noch zur Sonntagsfrage. Laut aktuellem Politbarometer liegt die Linke da derzeit bei 7%. Bei der letzten Bundestagswahl waren es 9,2. Woran liegt das, dass die Linke nicht profitieren kann im Moment? Naja, es ist die Zeit der Exekutive, sprich der Regierungen. Und die Regierungen stehen im Fokus und entscheiden und gestalten dieses Land mit Verordnungen und Gesetzen, die in aller Schnelligkeit durch die Parlamente gehen. Da ist natürlich, also in Thüringen haben wir da eine ganz andere Situation, was die Linke angeht, aber bundesweit als Bundespartei sind wir natürlich da weniger im Fokus. Obwohl linke Antworten in dieser Zeit durchaus sehr gefragt sind. Deswegen glaube ich, wenn wir tatsächlich jetzt die dritte Welle überwunden haben und möglicherweise mit einer großen Offensive des Impfens in den Sommer kommen, dass die politischen Verhältnisse sich alle völlig neu gestalten und auch die Linke eine größere Bedeutung hat. Und ein weiterer Punkt ist natürlich, dass die Konsequenz unserer politischen Vorschläge für die Linke auch so weit gehen muss, dass wir darum kämpfen, in einem progressiven Bündnis unseren Part zu finden zur nächsten Bundestagswahl. Mit der Option auf Regierungsbeteiligung. Genau. Ich würde gerne noch mal zum Impfen fragen, weil Sie die Offensive des Impfens angesprochen haben. Wie ist das in Thüringen? In Mecklenburg-Vorpommern, aus Mecklenburg-Vorpommern haben wir heute gehört, dass der AstraZeneca-Impfstoff für die Impfpriorität 2 freigegeben werden soll. Auch hier in Rheinland-Pfalz zum Beispiel werden jetzt Lehrerinnen und Lehrer, Erzieherinnen und Erzieher geimpft. Wie ist das in Thüringen? Sehen Sie das dort auch vor und sollte aus Ihrer Sicht an der Impfpriorisierung was geändert werden? Also in Thüringen ist es sehr ähnlich. Auch pädagogisches Personal kann jetzt geimpft werden und da sind auch die meisten Impftermine schon ausgebucht. Und grundsätzlich bin ich dafür, dass die nächste Impfgruppe tatsächlich geöffnet wird, damit der AstraZeneca-Impfstoff tatsächlich auch verimpft wird und nicht verfällt. Sorry, jetzt habe ich gerade den Anschluss verpasst, weil mir jemand parallel was aufs Ohr gesagt hat. Aber wir sind gut in der Zeit. Das war die Information, die ich gerade bekommen habe. Noch eine Frage hätte ich zum Thema Datenschutz. Denn es geht auch darum, dass die Corona-Warn-App vieles kann, vieles aber auch nicht kann. Und es gibt ja durchaus Positionen zu sagen, wir haben so viele Einschränkungen bei den Grundrechten erlebt, was Freiheitsrechte angeht oder Bewegungsfreiheit oder was auch immer. Man müsste beim Datenschutz viel mehr justieren und der App viel mehr ermöglichen. Dann könnte man auch bei anderen Sachen wieder lockerer lassen. Was ist Ihre Position dazu? Na, ich glaube, wenn man an diesem Punkt den Datenschutz lockert, wird niemand mehr diese App laden. Das heißt, man hat dann zwar vielleicht mehr Möglichkeiten mit dieser App, aber wenn sie keiner mehr lädt, macht das auch gar keinen Sinn, weil sie dann faktisch keinen Sinn mehr ergibt. Das heißt, Sie würden aber auch Instrumente aus der Hand geben, wie das einige Staaten machen, indem man zum Beispiel die GPS-Daten trackt oder so. Es geht ja nicht nur darum, dass man diese App öffnet, sondern dass man möglicherweise auch Handydaten zur Nachverfolgung ganz anders nutzt. Ja, es wird relativ attraktiv, aber es ist ja tatsächlich ein hoher demokratischer Eingriff. Und solange, oder andersrum, ich wäre schwer dagegen, der App tatsächlich mehr Möglichkeiten einzuräumen. Auch wenn es bedeutet, dass man zum Beispiel für Kultur und Gastronomie im Moment wenig Perspektiven hat, einfach weil die Zahlen noch zu hoch sind und die Nachverfolgungen an ihre Grenzen kommen? Na, Sie meinen ja am Ende fast nichts anderes als sowas wie wie den Impfausweis auf dem Handy. Das kann man alles machen, aber das bedeutet natürlich, solange wenig gewährleistet wird, dass diese Daten niemals weitergegeben werden an Behörden und im Sinne von der Überwachung von Menschen, kann man das nicht durchziehen. Und ich sehe nicht, dass es diese Gewährleistung gibt. Gleichzeitig kann man aber auch schwerlich akzeptieren, dass es diese App gibt, die quasi überhaupt nicht funktioniert oder nur von einem Bruchteil der Bevölkerung genutzt wird. Da gebe ich Ihnen auch recht.
Aber es würde ja schon helfen, wenn mehr Leute in der Bevölkerung diese App überhaupt nutzen würde. Eine Frage in Richtung der Perspektive auf nächste Woche habe ich noch. Es soll ab nächster Woche Selbsttests in den Discountern geben oder in Drogeriemärkten für alle, die sich das selber leisten können und wollen. Der Einkaufspreis liegt ungefähr bei 4 Euro. Das heißt, die Tests werden dann, würde ich jetzt mal mutmaßen, ungefähr bei 10 Euro liegen. Wird das am Ende eine soziale Frage, wer an welchen Dingen teilhaben kann und wer nicht? Es ist ja jetzt schon eine soziale Frage, wer an welchen Dingen teilnehmen kann oder nicht. Das ganze Stichwort FFP2-Masken. Natürlich, wenn man Tests bezahlen muss, wird man keine Tests machen. Wenn man am öffentlichen Leben teilhaben will, dann ist man einfach dabei, ohne einen Test zu machen, obwohl man möglicherweise Symptome hat. Deswegen ist meine Partei und werbe ich sehr dafür, dass auch Tests kostenfrei oder für ein sehr, sehr geringes Geld abgegeben werden in Apotheken, weil sonst auch die Teststrategie, die damit verknüpft ist, ja überhaupt nicht aufgeht. Die Frage der Finanzierung können wir dann vielleicht nochmal diskutieren, wenn wir nochmal Zeit haben für einen Stream zum Thema Corona, und den wird es ganz bestimmt geben. Vielen Dank, Susanne Hennig-Welso, für diese Einschätzung. Danke für das Interview. Und an dieser Stelle möchte ich gerne noch eine Frage beantworten, die uns hier im Chat erreicht hat, nämlich die Frage, warum wir die AfD und die Linke auf eine Stufe stellen. Das tun wir nicht. Wir haben einfach die Oppositionsparteien gefragt, heute in dieser Sendung diese beiden, wie wir zuvor schon die FDP befragt haben. Und es wäre ja vielleicht auch eine gute Idee, vor der nächsten Bund-Länder-Sitzung, die es auch ganz bestimmt wieder geben wird, auch mit den Grünen zu sprechen. Also auf jeden Fall reden wir hier natürlich auch mit der Opposition aus guten Gründen. Und das haben wir heute mit diesen beiden Parteien getan. Vor der Sitzung morgen möchte ich Ihnen außerdem gerne noch das Format Inside Politics ans Herz legen, das mein Kollege Florian Neuhann in dieser Woche bespielt, nämlich mit der Frage, was ist das eigentlich für ein Gremium, das sich da trifft? Ein sehr interessanter Blick hinter die Kulissen auf unserer Seite und auch über YouTube zu finden. Und ansonsten wünsche ich Ihnen morgen gute Unterhaltung beim Stream zum Thema Bund-Länder-Treffen nächste Runde. Und wir sind sehr gespannt, welche Entscheidungen morgen getroffen werden. Bleiben Sie uns gewogen. Bis denn. Tschüss.